Wolken und Nebel spielen im weltweiten Wasserkreislauf eine wichtige Rolle. Sie speichern und transportieren große Wassermengen, die ungleich über die Erde verteilt werden. In vielen Gebieten der Erde fallen deshalb keine oder nur geringe Niederschläge. Aber in manchen Gebirgsregionen oder an den Küsten in Afrika, Amerika, Europa oder Asien gibt es Nebel, der für die Wasserversorgung angezapft werden kann. So werden Wolken zu schwebenden Quellen, die Hunderttausende Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgen können. Dazu hat die Wasserstiftung in zweijähriger Forschungsarbeit den Cloudfisher entwickelt. Seine Nebelnetze können die unzähligen Wassertröpfchen im Nebel einfangen und ernten. Das gewonnene Wasser lässt sich auch in der Landwirtschaft für Aufforstungsprojekte oder für kommerzielle Zwecke nutzen. Um möglichst viel Wasser gewinnen zu können, muss der Wind den Nebel frontal in das Netz treiben. Die Nebeltröpfchen bleiben in den Maschen hängen, wachsen zu großen Tropfen und fließen dann durch die Schwerkraft nach unten in die Auffangrinne. Je nach Region und Jahreszeit liegt die tägliche Wasserausbeute zwischen 4 und 14 Litern pro Quadratmeter Netz. Oft ist es mehr. Im Januar 2015 hat der Cloudfisher in Marokko Spitzenwerte von 66 Litern pro Quadratmeter erreicht. Die Region um den Berg Budmitskida im Anti-Atlas nahe der Küstenstadt Sidni Ifni zählt zu den trockensten Gebieten in Marokko. Hier ist die Bodenqualität schlecht und oft regnet es nur dreimal im Jahr. Brunnen trocknen immer wieder aus. Frauen und Mädchen wie Zaina müssen dann Wasser aus den umliegenden Tälern holen. Zaina hat es gut, weil sie einen Esel als Wasserträger hat. Viele Frauen müssen jedoch ohne diese Hilfe auskommen und das Wasser in sengender Hitze über viele Kilometer auf dem Rücken nach Hause tragen. Allein in Afrika benötigen Frauen und Mädchen jedes Jahr mehr als 40 Milliarden Stunden, um Wasser für ihre Familien zu holen. Seit 2007 setzt die Wasserstiftung Nebelkollektoren zur Trinkwassergewinnung ein. Der Durchbruch für eine nachhaltige und serienreife Nebelerntetechnik gelang mit der Entwicklung des Cloudfisher. Er steht seit November 2013 auf dem über 1000 Meter hohen Berg Budmitskida in Marokko. 18 Monate lang testete die Wasserstiftung hier zusammen mit dem Industriedesigner Peter Trautwein und Forschern der Technischen Universität München die Stahlrahmen, Netzaufhängungen und verschiedene Kunststoff- und Edelstahlgewebe auf Reißfestigkeit und Wasserausbeute. Die Wasserstiftung hat natürlich nicht gleich von Anfang an gesagt, wir entwickeln unseren eigenen Nebelkollektor, sondern sie hat sich auch erstmal auf dem Markt umgeguckt, was gibt es an fertigen Systemen, hat diese fertigen Systeme auch in Eritrea, in Nefasit und Aborobo aufgestellt und eigentlich nach kürzester Zeit festgestellt, dass sie diesen Winden von bis zu 120 km/h überhaupt nicht standhalten. Und was passiert dann, wenn so eine Anlage kaputt geht? Sie bleibt kaputt, weil die Leute nicht die Mittel haben, beziehungsweise das Know-how, das Verständnis, so etwas instand zu halten. Üblicherweise probiert man den Saum zu stabilisieren. Nur werden die ganzen Kräfte komplett auf den Kantensaum übertragen. Besser ist es, ich nehme die Kräfte über die ganze Fläche auf und verteile sie. Wie man hier seitlich sieht, die klassischen Expander werden eigentlich nur eingehängt und schon ist die Aufhängung fertig. Die Bügel werden auch werkzeuglos montiert. Und zwar werden sie nur eingehängt und mit Gummiexpandern wieder nach unten gezogen. Und dadurch kriege ich eigentlich an vier Seiten eine Spannung auf das ganze Geogitter bzw. auf das Netz. Wichtig ist, dass man Elemente verwendet, die die Monteure vor Ort in dem jeweiligen Land sehr schnell begreifen, dass man sie nicht lang einarbeiten muss, dass es zu kompliziert ist in der Wartung. Also die Leute müssen es eigentlich sofort verstehen können. Das ist mir von Anfang an ganz, ganz wichtig gewesen. Der Cloudfisher ist weltweit der erste serienmäßige Nebelfänger, der Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern standhält.
Er ist in kurzer Zeit sehr einfach mit nur zwei Werkzeugen zu montieren. Alle verwendeten Materialien sind lebensmittelecht. Diese Art der Trinkwassergewinnung ist unabhängig von Energie und extrem wartungsarm. Die bislang untersuchten Wasserproben entsprechen alle dem Standard der Weltgesundheitsorganisation. In vielen Regionen der Erde müssen Menschen mit Wassermangel kämpfen. Dort, wo es selten regnet, aber längere Nebelperioden auftreten, lässt sich der Cloudfisher zur Wassergewinnung einsetzen. Zum Beispiel in Äthiopien, Australien, Chile, Eritrea, Iran, Kolumbien, Marokko, Namibia, Oman, Nepal, Nordamerika, Peru, Spanien, Südafrika, Tansania oder im Jemen.